Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in meinem Unboxing-Kanal. Heute geht es, wie ihr seht, um das iPhone 5S in Farbe Space Gray. Größe 16 GB. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Gerät sein wird. Natürlich haben wir hier dann die Verpackung. Von vorne sieht man natürlich das normale Gerät. Von vorne links sieht man hier das iPhone 5S. Schriftzeichen, vorne natürlich nochmal das Apple-Logo, auf der linken Seite nochmal das iPhone 5S geschrieben. Auf der Rückseite natürlich wieder diese ganzen typischen Spezifikationen, dass es sich hier oben um die 16 GB Variante handelt. Und natürlich was das Handy für Seriennummern, Zeugs, Dingsbums, Gedöns. Auf jeden Fall, ich freue mich schon, ich habe bis jetzt das iPhone 4 gehabt. Ich war immer sehr zufrieden mit dem Design, mit dem Aluminiumrahmen, mit dem Glas oben und unten in schwarz. War wirklich immer schick, bis ich dieses Gerät in der Hand hatte. Es ist dünner, es ist leichter, es ist schöner. Dieses gebürstete Aluminium ist einfach nur genial und schick. So, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Dann fangen wir mal aus, dieses Gerät hier auszupacken. So, natürlich, wie immer, machen wir hier hinten die Folie runter. Schauen wir mal, da kriegen wir das hier rein. Dann machen wir hier noch, dann machen wir hier die Folie weg. So, das Schöne natürlich wieder die Verpackung von iPhone. Man sieht nur an, schon ist das Gerät zu sehen. Also wirklich sehr schön, wenn man das jetzt hier so sieht. Wirklich schön, hier unten sieht man natürlich schon den Sensor. Aber trotz allem legen wir das jetzt erst einmal auf die Seite. Jetzt schauen wir, was dem Gerät noch alles beigelegt wurde. Natürlich wie hier immer das typische Booklet. Natürlich hier wieder die Apple-Aufkleber, ganz wichtig, auf jeden Fall muss sein. Keiner weiß, wo man sie hinkleben soll. Ich selber weiß nicht, wo ich sie hinkleben würde. Also ich finde es eigentlich jedes Mal wieder faszinierend, warum da so ein Hype drum gemacht wird. Aber ne, was soll es, wenn sie dabei sind, sind sie dabei. Natürlich hier nochmal ein Bild des iPhones, wo nochmal gezeigt wird, welche Tasten wo sind. In Englisch und in Deutsch. Und noch Infos. Hier haben wir noch das SIM-Karten-Tool, mit dem man links an der Seite die SIM-Karte rausziehen kann. Gut, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das legen wir jetzt wieder zur Seite. Was wir hier noch haben, ist das USB zu Lightning Aufladekabel bzw. Datenkabel. Gut, ist jetzt eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. Natürlich dieser Lightning-Anschluss soll anscheinend schneller sein, soll besser sein. Schauen wir mal. Natürlich dieses ganz normale Strommodular, wie auch schon beim Vorgängermodell, beim iPhone 5 oder 4S. Gut, nichts Besonderes. Natürlich haben wir jetzt hier noch dabei die Apple EarPods. In einer schönen Plastikschachtel, wie typisch von denen. Gut, ich kann jetzt selber noch nicht wirklich viel über diese Kopfhörer sagen. An sich weiß ich, dass sie besser sind wie viele andere Kopfhörer, die den Geräten beigelegt werden. Natürlich haben wir hier, wie wir sehen, natürlich noch Plus, Minus, wird wahrscheinlich Lautstärke sein, bei iTunes, wenn man Musik hört, Track weiter, Track zurück, wird wahrscheinlich noch mit Mikrofon sein, dass man direkt über die EarPods Telefonate annehmen kann. Ist auf jeden Fall ein gutes Gimmick, finde ich nicht schlecht, finde ich gut, dass sowas immer wieder mal dabei ist. Hier unten noch das Apfel-Logo, wie immer. Gut, schöne Plastikschachtel, ich werde es jetzt auf jeden Fall, denke ich mal, erstmal nicht auspacken. Werde es wahrscheinlich nicht brauchen. Gut, das legen wir jetzt hier wieder zurück. Wird später. So, was wir jetzt hier haben, das Gerät, um das es eigentlich wirklich geht. So, man sieht, dass es hier in der Farbe Space Gray gehalten ist. Oder das Modell Space Gray ist mit 16 GB, wirklich liegt sehr schön in der Hand. Ist leichter, wie ich es mir vorgestellt habe. Wirklich geil. Cool, auf jeden Fall guter Druckpunkt. Tasten fühlt sich sehr schön an. Schon angemacht, wollte ich noch gar nicht. Mache ich doch gleich nochmal aus, wenn es sein soll. Gut, auf jeden Fall wirklich sehr schöne Verarbeitung. Man fühlt fast nicht, dass da ein SIM-Karten-Tool ist, also ein SIM-Kartenfach ist. Wirklich sehr schöne Verarbeitung. Die Knöpfe schauen sehr schön aus, sehr gut. Holla, holla wollen wir natürlich noch nicht. Ich will das Handy noch nicht anmachen. Das machen wir jetzt nochmal aus.
Genau, Slide to Power, das kennen wir noch von dem Vorgängermodell iPhone 5 und 4S. So, gut, an sich weitere Daten. Das ist natürlich das 16 GB Modell in Space Gray. Kamera hat, glaube ich, muss ich selber ehrlich gesagt erstmal schauen, weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig. Ich glaube, ja, schauen wir doch einmal, ja, irgend so, ja, ich glaube 8 GB. 8 Megapixel, das ist glaube ich eine 8-Megapixel-Kamera, die Frontkamera, mit der man sich selber fotografieren kann oder bei Skype oder FaceTime chatten kann, liegt glaube ich bei 1,3 Megapixel. Wirklich eine feine Angelegenheit, feine Geschichte. Es reicht auf jeden Fall. Auf jeden Fall schick. Ich freue mich schon, dieses Gerät auszuprobieren. Mit dem iPhone 4 war ich bis jetzt auf jeden Fall sehr zufrieden. Das habe ich jetzt auch 4 Jahre gehabt. Ich selber habe es 4 Jahre gehabt. Und es zeigt halt keine Programmfehler, es läuft immer gut, immer top. Was ich natürlich sagen muss, ist, dass bei dem alten iPhone 4 das iOS 7 wahrscheinlich ein bisschen höhere Systemvoraussetzungen hat und dadurch das Gerät allgemein etwas langsamer ist mit dem alten Chip. Hier ist ja, soweit ich weiß, ein A7-Chip eingebaut mit der 64er-Bit-Variation, irgendwie sowas. Aber nicht schlecht auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Das machen wir hier erstmal. Schöner Moment auf jeden Fall. Wenn die Folie das erste Mal abgezogen wird, natürlich dieses Display. Das ist einfach der Hammer, wie schön. Wie, kann man nicht erklären. Die touch-sensitive Taste, man kann sie drücken. Man wird halt dann genau darüber dann den Fingerabdruck-Scan machen. Finde ich nicht schlecht. Schaut gut aus. Gutes Gimmick. Natürlich hier die Folie noch abziehen. Ja, auf jeden Fall dieses gebürstete Aluminium, das ist halt einfach fein. Wenn dann hier hinten, es schaut halt einfach genial und fein aus. Dann hier noch mit dem iPhone-Schriftzug. Was steht denn hier unten noch drinnen, wenn ihr das seht? Ich glaube, Designed by Apple in Kalifornien, assembled in China. Gut, typisch. Steht überall drauf, auf jeden Fall gut. Hier natürlich noch, ob man eben angerufen werden, ob man den Ton hören will oder nicht. Laut leiser Knopf. Fühlt sich sehr gut an. Oben An- und Ausschaltknopf. Gut, natürlich wird es von mir dadurch auch noch ein kleineres Review geben. Aber natürlich jetzt ja erstmal schauen, wie die Apps sind, wie die Qualität von der Videokamera ist, von den Fotos, von allem drum und dran. Wie ist die Video, die Soundqualität? Wird wahrscheinlich nicht schlechter sein wie das Vorgängermodell. Vielleicht auch nicht wirklich besser. Schauen wir mal, sehen wir mal. Unten sieht man genau, hier unten sieht man noch den Kopfhöreranschluss, was ich persönlich jetzt nicht. Ja, schauen wir mal hier Autofokus. Wo ist er jetzt? Ja, wo ist er jetzt? Gut, dann sieht es jetzt leider nicht. Hier unten ist der 3,5 mm Klinkenanschluss für die Kopfhörer oder die Earpods für das Headset. Was ich persönlich jetzt mal weiß ich nicht, ob das besser ist, ob es unten oder oben ist. Könnte aber im Endeffekt wurscht sein. Hier unten sieht man natürlich noch den. Na, schauen wir mal. Fokus hier. Gut. Hier unten sieht man noch den Lightning-Anschluss mit den zwei Boxen. Jetzt will er nicht. Gut, da unten, jetzt sieht man es leider wirklich nicht mehr. Hier unten sieht man vielleicht noch ganz leicht die Boxen. Gut, auf jeden Fall schicke Angelegenheit. Ja, jetzt sieht man es genau. Da ist der Lightning-Anschluss. Da hat man natürlich noch zwei kleine Schrauben, die man selber persönlich nicht brauchen wird. Hier noch die zwei Boxen, links und rechts. Schick, schaut auf jeden Fall besser aus wie vom Vorgängermodell, also ich meine vom iPhone 4. Der 3,5 mm Klinkenanschluss befindet sich auf der unteren Seite von dem Telefon. Genau, wie schon gesagt, ich freue mich, es auszuprobieren, es zu konfigurieren, zu verbinden mit meinem iMac, mit meinem MacBook. Und dann schauen wir mal natürlich, wie das Ganze hier wird. So, natürlich freue ich mich auf Kommentare, Daumen hoch, Daumen runter. Ich würde mich natürlich auch auf Abonnenten dieses Kanals freuen. Und genau, ich werde mir noch einiges einfallen lassen über Videos. Genau, gut, dann sage ich dabei danke und auf Wiedersehen. Servus, Pizza, ich Gott.